Ja, Hallöchen, wunderschönen guten Tag. So, heute Tag 7, heute Erfolgstipp Unhöflichkeit. Hast du dir schon einmal überlegt, wie oft du unhöflich bist? Hast du dir schon mal überlegt, wie oft du unhöflich Kunden gegenüber bist? Ja, ich habe das gerade eben erlebt während der Taxifahrt. Ein unhöflicher Taxifahrer bis zum Anschlag, ja, pampig und, wo ich einfach denke, oh mein Gott, was für ein armer, armer, armer Mensch. Wie kann man nur so unterwegs sein? Wie kann man sich nur das Leben so schwer machen? Ich kann es leider, leider nicht nachvollziehen, aber ich muss es auch nicht nachvollziehen. Ich kann einfach nur schauen, wie bette ich mich. Das, was meine Oma damals immer gesagt hat, so wie du dich bettest, so liegst du. Du wirst immer irgendeine Arbeit machen müssen. Schau, dass du die Arbeit machst, die dir am meisten Spaß macht. Schau, dass du das machst, was dich erfüllt, was dich glücklich macht. Und ja, sie hat absolut recht gehabt. Und wenn ich immer wieder viele Menschen anschaue, die machen irgendeine Arbeit, die ihnen keinen Spaß machen. Wie heißt das schön? Ja, wegen der scheiß Kohle muss man halt arbeiten gehen. Ich finde das katastrophal. Ich finde das eine ganz, ganz schlimme Einstellung. Natürlich müssen wir alle Geld verdienen, aber wir können doch mal schauen, was beseelt uns, was macht uns glücklich, was gibt uns Kraft. Wie kommen wir weiter voran in unserem Leben? Und wenn ich höflich bin, dann tue ich auch meinem Körper etwas sehr, sehr Gutes. Ich bin dankbar, wie zum Beispiel heute Morgen. Ja, man kann doch dankbar sein, dass es überhaupt Gäste gibt, die mit dem Taxi fahren, ja. Man kann dankbar sein, dass man eine Arbeit hat und so weiter. Das heißt, die Leute machen sich das Leben einfach nur selber unnötig schwer. Ich freue mich sehr, wenn du sehr, sehr höflich durch die Welt gehst. Wenn du auch hier mein Erfolgstipp Nummer 7 in diesem Jahr, wenn du das kommentieren tust, wenn du es teilen tust, wenn du es in die Welt hinausbringst, dass die Leute einfach höflicher sind, wertschätzender sich gegenseitig gegenüber. Und wenn jeder ein Stück dazu beiträgt, dann wird die Welt immer schöner. Vielen, vielen Dank für die vielen Likes. Ich wünsche euch einen super, super coolen Tag mit ganz, ganz großer Wertschätzung und danke, 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 dass ihr immer dabei seid und fürs Teilen. Ciao, bye, bye.